Hallo, hallo, da bin ich schon live. Hallo, herzlich willkommen bei meinem... Moment, ich muss mich noch ein bisschen einrichten. Und dann noch meinen Gast heute dazu holen, da ist sie auch schon. Da holen wir sie auch schon dazu. So, hallo, hallo, Tatjana. Hi, hi. Du sitzt so schön im Grünen. Ja, ich habe heute mein Dschungel-Office, sage ich jetzt mal, ganz fancy. Ich hab mich nicht getraut, weil die Hühner und die Schafe immer so laut sind. Ja, da habe ich diese Ohrstöpsel, sind super, weil da hört man nicht mal die Autofahrenden, also die vorbeifahrenden Auto. Na, siehst du. Das finde ich, also ich höre es schon, aber mein Gesprächspartner hört es nicht. Das ist cool. Sehr cool. Ja, da sind wir live. Herzlich willkommen, liebe Tatjana. Herzlich willkommen alle anderen, die jetzt uns zuschauen. Schön, dass ihr dabei seid bei meinem Freilerner-Talk. Ich glaube, es ist Nummer 11 schon. Also ich habe schon 10 Talks vorher aufgenommen. Du bist auch noch am Einrichten, genau. Die Freilerner-Talks mache ich deshalb einmal wöchentlich. Findet ihr einen Talk auf meinem Profil. Ich mache die deshalb, weil ich gerne Bewusstsein anheben möchte für das Thema freie und selbstbestimmte Bildung. Und wir haben da so Begriffe wie Freilernen und freie und selbstbestimmte Bildung und Homeschooling und so und so und so. Und viele verwenden das in einer ähnlichen Art und Weise. Und das kann man natürlich auch sehr differenziert sehen. Und da möchte ich einfach gern mit diesen Gesprächen andocken, wo ich mit Eltern spreche, die diesen Weg schon eingeschlagen haben, die diese, wo Erfahrungen da sind mit diesem Weg und wo man sich hier austauscht. Und das ist mein Anliegen. Darum mache ich diese Talks. Und heute habe ich die große, große Freude und Ehre, mit der Tatjana hier zu sein von dem Account Bunte Hunde. Und alle diejenigen, die ihren Account kennen, wissen ja, dass sie ein Profi ist, ein echter Profi für Beziehungsarbeit mit Kindern. Doch, ich glaube, diesen Hut darfst du dir wirklich aufsetzen. Ein Hufall. Ist so lustig, wenn du mal siehst, wer da alles zuschaut. Ja. Ja, genau, Profi, an alle Zuschauer. Ich meine, man ist mal Profi, aber man sammelt halt so seine Erfahrungen, sage ich jetzt mal, gell? Ich meine, Definition Profi, weiß ich nicht. Also es ist halt so lustig, weil du diejenige bist, von der ich mich habe coachen lassen. Das ist aber, ja, ich glaube, genau das ist das einfach, dass man sich ab und zu einen Input von außen holt, damit es von innen wieder zutage kommt. Ganz einfach, ne? Genau. Also ich glaube, was Begleitungen anbetrifft, das hängt ja nicht zusammen, ob man, also wie wir, ich glaube, wenn wir ehrlich sind mit uns, wir werden ja nie an einen Punkt kommen, und das ist ja auch etwas, was dem freilernenden Gedanke entspricht. Wir werden ja nie an einen Punkt kommen, wo wir perfekt sind, wo wir alles drauf haben, wo wir einfach nichts mehr lernen brauchen, wo wir angekommen wir sind, auch emotional nie mein Ziel. Sind. Genau. Weil ich sage immer, also, wenn du perfekt bist, kannst du dich nicht weiterentwickeln. Ne? Also genau, das ist genau. Einfach... Genau. Evolution und Wachstum ein ganzes Leben lang, das ist eine Devise, die ich super finde und die eine meiner Devisen ist. Und insofern, wenn man sich begleiten lässt, dann spricht das eigentlich nur dafür, dass man sich selbst sehr viel wert ist und nicht, ob man irgendwie es selbst nicht drauf hat. Also nur das zu dieser Anmerkung, dass du gesagt hast, dass ich dich begleiten durfte. Genau. Ja, aber weil ich diese Frage auch schon mit Followern hatte, ja, und ich denke mir, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich einfach irgendeinen Menschen seines Vertrauens nimmt, wo man sich öffnen kann einfach, ja, weil mit einem selber kann man viel ausmachen, aber ich glaube, genau diesen Input, den man dann kriegt, der hilft einem einfach zu spüren, wo man hingehen will, ne? In Voll. Allen Bereichen ist es so. Absolut. Ne? Also deswegen gibt es ja auch, also die großen Profis in allen Bereichen, die holen sich ja ihre Coaches und Mentoren und Trainer genau aus diesem Grund, nicht weil sie es nicht selber drauf hätten, sondern egal ob das jetzt körperlich, wissen wir es ja eh, Sportcoaches oder so. Entschuldige, das live wird gespeichert, gell? Weil das ist ja jetzt schon ein paar Mal gefragt worden. Wird gespeichert. Das live wird gespeichert. Genau. Das kommt dann auch in meinen Feed, auf meinen Instagram-Feed. Und ich werde das auch auf YouTube hochladen. Also das findet man ganz bestimmt, genau. Ja. Ja, und also genau,
um wirklich, und ich finde das spannend, dass wir jetzt gerade mit diesem Thema einsteigen, aber Mentoring, so wie ich es sehe, ich bin ja, ich bezeichne mich als Elternmentorin, ist ja eine Reflexionsebene bieten. Ich sage nicht, dass ich das weiß, wie es das du zu machen hast und wie es für dich richtig ist. Das kann ja, das kann ich ja gar nicht. Das kann auch niemand, wenn wir ehrlich sind, sondern das kann ja immer nur jeder selber. Aber es ist natürlich leichter, zu sich selber an diesem Punkt zu finden, wo es sich richtig und stimmig anfühlt, wenn jemand den Raum hält dafür, wenn jemand Fragen stellt dafür, wenn jemand auch seine Erfahrungen und Ideen, da kann man natürlich auch teilen und sich zuhören, aber es geht nicht darum, dass, ja, dass ich dir jetzt gesagt hätte oder irgendjemand sagen möchte, wie es geht, sondern Nein, einfach aber nur. ich glaube, dieses Bewusstsein, ja, weil viele sagen, hey, ich habe mal eine Frage, wie kann ich? Ich sage dann immer, das weiß ich nicht, ja. Ich bin ja dann immer diejenige, die sagt, ich gebe keine Tipps, weil ich kenne dich nicht, ich kenne dein Kind nicht. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, ich hole mir einen Input, aber ich schaue, was ist in mir drin, ja, und nicht dieses, sag du mir, ja. Ich glaube, bei vielen ist halt das noch, sag du mir. Und genau das ist das, was einem dann in vielen Bereichen Schwierigkeiten macht, wenn ich darauf warte, was der andere sagt, weil damit orientiere ich mich an anderen und damit habe ich dann halt ja einen gewissen Teil meiner Freiheit eingebüßt, sage ich immer. Und da sind wir eigentlich jetzt beim Herzpunkt vom Freilernen, oder? Da sind Genau. wir beim Herzstück vom Freilernen angelangt. Wir, ich sage jetzt mal, wir alle zu 99,99%, die ja Schulerfahrung haben, wir haben ja über viele Jahre eintrainiert bekommen, dass wir fragen müssen, wie es geht. Und dass wir im Außen die Antworten bekommen und dass wir das auch absegnen müssen und dass wir da auch validiert werden und dass wir da auch bewertet werden und da auch, ne, all diese Dinge. Und das ist das ganz, ganz große Drehen im Denken, im Zugang, auch im Fühlen, wenn es ans Freilernen kommt. Wir können Freilernen nicht nach diesen Regeln und Werten bemessen, so wie es wir kennen. Wir müssen über den Tellerrand hinaus. Es ist eine völlig andere Ebene. Und erst Das dann. ist genau. Und weißt du, was aber so lustig ist? Ja, also das habe ich auch schon öfter diskutiert. Ich bin tatsächlich urgern in die Schule gegangen. Ich habe mit meinem Mathelehrer heute noch Kontakt. Der hat mir zu jedem Kind eine Karte geschrieben und es waren viele Kinder. Und mein Vater war auch Lehrer. Also ich habe meine Kinder bestimmt nicht aus der Schule rausgenommen, weil ich schlimme Schulerfahrungen gemacht habe. Gar nicht. Ja, unsere Kinder sind ja also zumindest teilweise sogar mal in die Schule gegangen. Also es ist nicht immer so, dass so meine Erfahrungen meine Entscheidungen beeinflussen. Natürlich spielt es immer eine Rolle, aber nicht nur die Vergangenheit, sondern hauptsächlich die Gegenwart und vor allem die Zukunft, glaube ich, sollte man da bei diesen Erfahrungen, bei diesen Entscheidungen nicht außer Acht lassen, ne? Absolut. Und bevor wir jetzt dann noch tiefer einsteigen, möchte ich ganz gern mal ganz kurz mich und dann dich vorstellen. Ein bisschen haben wir schon gemacht. Ich bin Irene Kainz, ich heiße Irene Kainz, ich bin Elternmentorin, ich bin aber auch Körperarbeiterin, Shiatsu-Praktikerin. Ich habe eine, ja, ich habe auch schon so einiges in meinem Leben gemacht und habe einen Background. Und mein Sohn ist 12 Jahre alt, hat seit Anbeginn seiner Schulpflicht, war er in noch keiner Schule. Wir leben in Österreich. Und sind hier den Weg in die freie und selbstbestimmte Bildung schon vor 6 Jahren eingeschlagen. Und wie gesagt, es ist mir ein großes, großes Anliegen, diese Potenzialorientierung, die für mich da im Vordergrund steht beim Thema Freilernen, diese Idee, dass man gleich dass man von Kindern von Anfang an auf ihr Potenzial schauen kann und dass man sie nicht irgendwie herumdrehen muss, in sie was hineinfühlen muss, dass man ihnen sagen, dass man sie vorbereiten muss auf ein Leben. Das Leben ist von Anfang an. Also das sind so meine Werte, die ich da gerne nach außen trage und mit denen ich auch beruflich mit meinen Klienten arbeite und deshalb mache ich das. Und magst du dich auch kurz vorstellen, Tatjana? Ja, also ich bin die Tatjana. Ich bin eigentlich Deutsche, aber lebe seit 98 in Österreich. Bin direkt nach dem Studium hierher gezogen. Wir haben inzwischen 7 Kinder und wir sind vor 6 Jahren vom Burgenland nach Niederösterreich gezogen, in die Nähe von der Irene, auf den Hof und haben, also dieses Thema Freilernen hat uns vorher auch schon immer gedanklich beschäftigt, aber
Wir haben tatsächlich schon fast alles durchgespielt, was es gibt. Also ich zu Hause, der Mann Vollzeit arbeiten, dann war ich Vollzeit arbeiten, der Mann in Karenz, dann war ich Halbzeit arbeiten, der Mann Vollzeit arbeiten, Kinder, Schule, Kindergarten. Und mit dem Umzug sind tatsächlich die Kinder kurzfristig hier noch in die Schule gegangen. Also der eine hat das letzte verpflichtende Kindergartenjahr gemacht und der eine die letzte Volksschule und dann sind wir ins Freilernen umgestiegen. Das heißt also, wir haben bis jetzt ein Kind, der so alt ist wie deiner, also der wird im Dezember 12, der auch nie eine Schule besucht hat. Die anderen kennen tatsächlich beides. Und also der Hauptding war dann eben auch von dem einen Sohn, der ist 4 Jahre lang in eine Montessori-Klasse gegangen und hat den Umstieg in dieses normale Schulsystem irgendwie ganz schwer gepackt und wollte dann nimmer. Und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Dann ist jetzt der Punkt, wo wir das, über das wir schon lange reden, endlich umsetzen. Und dann haben wir erst überlegt, das nur mit einem zu machen, aber das war dann auch vom Aufwand und so irgendwie mühsam. Und die anderen haben dann gesagt, na, wir wollen das auch probieren. Und so sind wir dann eigentlich eingestiegen vor 6 Jahren und nicht mehr ausgestiegen. Ja, super. Sehr cool. Und da freue ich mich jetzt schon, wenn wir da einsteigen in die Thematik, was das alles eigentlich bedeutet im Alltag. Ich habe jetzt nur noch eine Frage oder einen Kommentar gesehen und das möchte ich auch noch hier anmerken. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat. Wenn ihr mitreden wollt, Kommentare, bitte macht das gerne. Ich habe jetzt, ich finde es gerade nicht, aber ich habe irgendwo gesehen, dass jemand gesagt hat, es wäre so schön, wenn das in Deutschland auch gehen würde. Da steht es schon. Ja, das habe ich auch Es schon wäre so öfter schön, gehört. wenn das hier in Deutschland auch gehen würde, nehme ich mal an. Geht genau. Liebe Frauke, schau doch mal auf meinen Kanal. Überall, wo es diese Grafikbilder gibt, das sind diese Videos von den Freilerner-Talks. Ich habe auch schon mit Eltern aus Deutschland gesprochen, die sich ihren Weg gefunden haben. Freiheit und Selbstbestimmung ist grundsätzlich immer möglich. Man muss sich den Weg bahnen. Da gibt es keinen vorgefertigten Weg. Da geht es ja auch darum, dass man wirklich sein eigenes herauskehrt, seine eigenen, mit seinen eigenen Ängsten arbeitet, mit seinen eigenen Sehnsuchten folgt. Also das ist ein ganz, ganz individueller Prozess. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass jeder sich sein Leben so erschaffen kann, wie er es will. Es braucht Zeit, es braucht eine gewisse Art von Arbeit, es braucht auch Geduld, es braucht Demut und es braucht viel Feiern. Heute ist ein Tag, wo das Feiern für mich immer da ist. Und es braucht einfach einiges. Es braucht ein großes Commitment natürlich auch, aber ich glaube, dass wir aufhören dürfen zu sagen, für mich geht das nicht, weil das stimmt, glaube ich, einfach nicht. Was sagst denn du da dazu, Tatjana? Ja, also mir fällt da immer spontan ein, vor allem braucht es die Bereitschaft, mit den Konsequenzen meiner Entscheidung zu leben. Ja, weil das ist, glaube ich, bei vielen, dass sie sich irgendwie, dass sie Angst haben vor den Konsequenzen. Ja, und also das ist ein ganz spannendes Thema, das ich auch mit meinem schon jetzt inzwischen 17-Jährigen oft diskutiert habe. Ja. Was macht einem da Angst, ja? Und er hat gesagt, er macht es schon lang so. Also da ging es dann eher um den Blödsinn, den man in einem gewissen Alter macht, ja. Aber er hat gesagt, er sagt immer, ich überlege mir halt, was kann schlimmstenfalls passieren? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt? Und dann kann ich mich entscheiden, tue ich es oder tue ich es nicht. Das fand ich eine urspannende Herangehensweise für so einen Pubertierenden eigentlich, ja, weil ich mir denke, ja, aber eigentlich steckt ja genau das dahinter, ja. Ich meine, vor was habe ich Angst? Was kann schlimmstenfalls passieren? Und dann bin ich bereit, mit dem dann eben weiterzuleben, weiterzuarbeiten, ne? Also diese Geschichten halt. Weil was ist die Konsequenz vom anderen, sage ich immer zu meinen Leuten. Ich meine, du kannst dann die ganze Zeit jammern. Ja, ich hätte das ja auch. Im Prinzip kommt ja dann nur diese Art von Unzufriedenheit raus, weil der hat was, was ich auch gern will. Bei mir hängt über der Gefriertruhe ein Spruch, der heißt, willst du glücklich sein, dann sei es. Also genau das ist es, glaube ich, ja. Ich meine, auf was warte ich? Dass mir die Behörde oder die Politik oder weiß ich nicht, wer irgendwas die Wege ebnet. Ich glaube, dann wartet man wirklich vergebens, ne? Also würde ich jetzt mal so sagen. Also, Genau, also und vor allem das jeder hat Warten nun nicht, mal, ne? also das ist eben so diese Geschichte, ja, jeder hat einfach das Recht, sich sein Leben selbst zu gestalten.
Und es ist, ich meine, das haben wir halt alle auch eingetrichtert. Ja, es gibt Gesetze und es ist, und man muss sich dran halten und die Grenzen von anderen und so weiter. Das ist alles richtig. Also würde ich nicht abstreiten. Aber ich habe das bei mir immer so plakativ mit den Haaren gesagt. Ja, ich meine, was ist Thema bei unseren Haaren? Es gibt kein Gesetz, dass ich mich kämmen muss. Also, und es gibt, natürlich gibt es dieses Schul- und Bildungsgesetz, aber auch da, Österreich ist da irgendwie ja noch prädestinierter wie Deutschland. Für jedes Gesetz gibt es auch ein Schlupfloch, so ungefähr, ja. Aber es ist trotzdem, also ich kann mich auch im legalen Rahmen frei entfalten, sage ich immer. Absolut, absolut. Wir haben ja diesen wunderschönen, oder ich vor allem habe ja diesen wunderschönen Titel für heute gewählt, Wie geht Freilernen? Was ist da jetzt mal so ganz plakativ deine Antwort? Wie geht das? Von allein. Ja, wow, so eine schöne Antwort. Ich habe also gedacht, ich fordere dich jetzt viel mehr heraus. Naja, aber manchmal liegt das Einfache so nah irgendwie. Ja? Also das ist so, ich weiß nicht, ich beobachte das halt so oft auch bei den Kindern schon im ganz Kleinen, ja, in ganz vielen Bereichen. Ich muss, ja, bitte, ich möchte jetzt hier keinem irgendwie vorschreiben, was man nicht soll und was man soll. Jeder darf tun, was er will, aber ich sage jetzt für uns, ich brauche keinen Sportverein, ich brauche kein das, ich brauche dem Kind nicht das lernen. Das Kind lernt. Das Kind lernt sowieso, weil Kinder wollen lernen. Und der eine lernt es halt, weiß nicht, du kann nicht anfangen beim Laufen, ich kann anfangen beim Essen. Der eine lernt es ein paar Monate früher, der andere lernt es ein paar Monate später. Und genau so ist es in vielen anderen Bereichen auch. Oder eigentlich in allen Bereichen. Ja? Also das ist eben unser System, was sagt, Kinder in dem Alter müssen das können. Wer sagt das? Wer sagt, was mein Kind wann können muss? Wer? Also es ist für mich irgendwie, also wenn man sich das wirklich mal, ich meine, weiß nicht, wenn ich 40 bin und du 40 bist oder ich 50 und du 50, kommt keiner auf die Idee zu sagen, wir müssen genau den gleichen Stand haben. Aber bei 2 7-Jährigen schon, das ist doch irgendwie Nonsens. Ja. Ja, absolut. Fangen wir von klein auf an. Jetzt sind diese kleinen Zwerge da und wahrscheinlich stimmst du da überein. Ganz am Anfang ist es ja noch völlig, da machen es ja noch alle, dieses Freilernen. Ne? Also erstens darf ja das Baby selber die Brust suchen. Es darf selber... Ja, stimmt, auch nicht alle, aber es ist noch... Es ja, ist noch, also ich glaube, dass es tatsächlich da schon anfängt, weißt? Ich glaube, dass es tatsächlich da schon anfängt. Also wann muss das Kind schlafen? Wann, wie oft darf es essen? Wie oft darf es trinken? Darf es überhaupt was trinken? Darf es nichts trinken? Und wie, wann muss ich es niederlegen? Und wann... Also ich glaube, es fängt tatsächlich da an. Mhm. Und es ist ja... Also jeder sucht das Beste für sein Kind. Das ist ja ganz klar, aber... Dieser Instinkt geht so oft verloren, ja, und dieses Vertrauen einfach. Wieso habe ich nicht das Vertrauen, dass mir mein Säugling zeigt, dass er essen möchte? Warum schaue ich auf die Uhr, ob er denn schon wieder Hunger haben könnte? Das ist doch völlig, also er wird doch wissen, und wenn er nur 3-mal nuckeln möchte an der Brust, dann nuckelt er halt 3-mal. Aber dieses, also das wird oft schon so, es muss ein Rhythmus und es muss das und es muss das. Muss das? Ja, danke. Das heißt Vertrauen. Vertrauen ist ja wirklich dieses Mega-Schlagwort, wenn man diesen Weg beschreitet. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich das damals vor über 6 Jahren beschlossen habe, dass wir diesen Weg gehen. Ich glaube, es sind 6, es sind 7. Ja, da war schon dieser Bammel einerseits. Und ich wusste, da wo ich mir den Rat geholt habe, alle haben immer gesagt, Vertrauen, Urvertrauen, Urvertrauen ins Leben. Ja, ja. Das Urvertrauen ins Leben. Und ich habe wirklich daran gearbeitet. Ich habe mich darin geübt, ich habe das praktiziert. Das ist auch trainierbar.
und habe Ja, immer wieder. das ist ein Punkt, weil ich habe da auch schon mal einen Post drüber geschrieben. Ich glaube, ich habe einfach verdammtes Glück gehabt. Ja, ich habe einen wahnsinnig, also jeder hat irgendwelche Rucksäcke, braucht man nicht drüber diskutieren, aber ich glaube, meiner ist einfach unglaublich klein und leicht. Und darum habe ich in vielen Bereichen einfach leicht reden, sozusagen, ja. Weil wenn du diese Altlasten nicht mit dir rumschleppst, dann kannst du natürlich da viel selbstbewusster mit umgehen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, was ich dann immer sage, ich habe schon erwachsene Kinder. Es hat funktioniert. Es hat genau so funktioniert. Es hat ohne fixe Regeln, ohne starre Schlafenszeiten, es hat funktioniert. Die stehen um halb, nicht, die stehen um halb sechs aus, die fahren um halb sechs schon in die Arbeit, die machen ihr Ding. Es funktioniert. Und das gibt einem selber natürlich dann gleich wieder einen Schub an Vertrauen mit, ne? Ja. Und gleichzeitig möchte ich aber auch eben sagen, also wenn du sagst, du hast einen kleinen Rucksack und du bist da von der Muse oder vom Glück geküsst, sage ich jetzt mal, trotz allem glaube ich, dass wir das alle schaffen können. Und oft, das ist nämlich umgekehrt, wie es ich, ja, oder wie ich es auch immer wieder in den Beobachtungen und den Begleitungen erlebe, da wo der Rucksack oft wirklich sehr schwerwiegend ist, wenn sich der mal befreit, da ist so eine Power dahinter. Da ist so eine Mega-Power dahinter. Die Menschen haben dann so eine Kraft für ihr Leben und die schaffen sich ihr Leben in so einer, das ist Vor allem, phänomenal. wenn du das erkennst, ja, also Ja. das ist so das, was ich auch immer sage, ja, dieses Hinterfragen, das ist so wichtig, ja, also ich sage immer, solange die Kinder klein sind, glauben sie uns und vertrauen uns und wenn sie älter werden, hinterfragen sie uns und genau das muss sein. Ich meine, glaub nicht, dass meine Pubertierenden alles so annehmen und sagen, ja, Mama, du hast recht, im Gegenteil, ja, und genau das ist aber der Punkt, ja, wenn sie dann älter werden, selbst denken dann über, was redet die? Hat die recht? Was macht die? Will ich das auch? Genau diese Punkte müssen kommen und das darf ich auch mit meiner Vergangenheit und mit meinen Eltern machen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich ihnen irgendwelche Vorwürfe machen will, weil ich sage jetzt mal, sie haben es damals wahrscheinlich auch nicht besser gewusst, sonst hätten sie es anders gemacht. Ja, also die ganzen Generationen vor uns haben wahrscheinlich auch das gemacht, was sie fürs Beste gehalten haben, aber das heißt ja nicht, dass ich es nicht hinterfragen darf und sagen, nee, meins ist es nicht, ich gehe einen anderen Weg, ne? Ja. Gehen wir nochmal zurück zu den kleinen Wutzis. Was glaubst du, hast du anders gemacht, als es Mainstream ist? Mit den Babys. Was kann man da bei den Babys schon sagen, Fräulein? Also, wie du sagst, du gehst in Verbindung, du gehst in Beziehung, du achtest genau drauf auf die Signale, die du erkennen kannst, wann sie Hunger haben, wann sie gestillt werden wollen, wann sie schlafen wollen, wann sie Körperkontakt brauchen und solche Dinge, ne? Ja. Und dann werden sie ein bisschen größer. Dann kommt ja die Bewegung. Kommt die Genau. Bewegung. Und gibt es da schon etwas, wo man sagen kann, in der Bewegungsentwicklung kann man ein Kleinkind oder ein Baby freilernend begleiten oder auch, wie nennt man es sonst, konventionell erzieherisch begleiten? Gut, ich denke, das sind dann diese Themen, ja, wann setze ich mein Kind auf oder setze ich mein Kind überhaupt auf oder warte ich einfach, bis ich mein Kind aufsetzt, bis ich mein Kind aufstelle, stelle ich es auf, nehme ich es an der Hand, dass es läuft, warte ich, bis mein Kind aktiv anfängt, die ersten Schritte zu machen oder nehme ich gar, wie heißen diese Laufwagel-Dinger, Bums, weißt, was ich meine, ja. Also gibt ja viele, viele Möglichkeiten, aber Tatsache ist, egal, ob das jetzt ist Laufen oder dann geht es weiter mit dem Saubermachen, wir brauchen es nicht. Sie lernen es so oder so. Sie Was braucht man lernen denn es. nicht? Wir brauchen keine Hilfsmittel oder die Kinder brauchen sie nicht. Die Kinder brauchen weder einen Laufwagen, noch sie brauchen meine Hände, um sich streicheln zu lassen und um sich zu umarmen, aber nicht um laufen zu lernen. Sie lernen es tatsächlich ohne meine Hände. Ja, da gibt es auch, also mir hat das jemand, also ich habe das gelernt durch die Entwicklungspädagogik. Bewegungspädagogik von Emmy Pickler, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Und Ja, wo ich das, Kurse sogar, ne? ja, genau. Und wo, also das war für mich so, weil ich ja auch Körperarbeiterin bin, ich bin ja Shiatsu-Praktikerin und das war dann für mich so klar eigentlich. Das war so ein, ich kann mich noch erinnern, so ein Erleuchtungsmoment, so ein, ah ja. Weil natürlich, klar, wenn ein Kleinkind lernt, an der Hand zu gehen, mit einer vielleicht noch,
Und das regelmäßig, immer wieder, dann werden schon körperliche Muster von einer Haltung geprägt, die überhaupt nichts mit dem eigentlichen Gehen zu tun hat. Die ist einseitig, die zieht den Arm nach oben, da werden alle Körperteile dementsprechend aus. Also da kommt schon eine Einseitigkeit in den Bewegungsablauf hinein. Und natürlich ist alles, kann man alles wieder, das lässt sich auch alles wieder auflösen und alles ist regenerierbar, keine Frage. Und wir könnten aber auch gleich in die balancierte Bewegung einschreiten und das hat ja noch einen psychologischen Effekt, weil das Kind dann einfach weiß, ich habe lernen gehen gelernt. Nicht, das denkt man sich gar nicht bewusst, das kommt in uns Unterbewusstsein. Ich habe das Aber mit das mir gelernt. Körpergefühl, aufs Körpergefühl hat es eben ganz massive Auswirkungen. Also hast du, glaube ich, gesehen, ich habe da letztes Mal gepostet, also da war unser Kleiner, und glaube ich, nicht mal anderthalb, da ist er über so einen Stamm balanciert, ja, also wo ich heute irgendwie noch verblüfft bin, ja, hat er gemacht, ja, also wo ich mir denke, ja, sie können, aber sie müssen sich halt auch spüren. Und da, mir kommt jetzt spontan der Gedanke, jetzt werden viele aufschreien, aber es lohnt sich drüber nachzudenken bezüglich Wasser, ja? Also Kinder und Wasser. Ich lasse meine Kinder nie an einem tiefen Teich, aber lasst eure Kinder im Flachen, wo ihr daneben steht, mal ohne Schwimmflügel. Sie müssen spüren, was passiert, wenn sie hinfällt. Sie sind in fünf Schwimmflügelwesten und irgendwann fallen sie dann aus Versehen rein und dann passiert das große Unglück, weil sie es gar nicht wissen. Sie spüren es gar nicht. Die Kinder müssen spüren, wenn ich nicht geschützt bin und nicht schwimmen kann, dann gehe ich unter. Das hat was mit Körpergefühl zu tun, ne? Ja, das ist wunderbar. Da mag ich jetzt wirklich zusammenfassen, sagen, den Kindern auch ihre eigene Selbstverantwortung mehr und mehr zutrauen. Und da sind wir schon wieder beim Vertrauen. Ne? Also Ja, und das heißt ihnen ja auch nicht, das weißt du, dann Zutrauen, dass lässt sie dein Kind lernen in Gefahr, können. ich bin da. Ne? Ja, Ja, und genau. ich bin da einfach. Ich meine, ich lasse mein Kind nicht und bleibe auf der Liege und lasse es allein im Wasser spielen. Aber wenn ich daneben spiele, dann können sie spüren, weil ich bin da. Ne? Aber dieses, ja, Gefühl einfach und auf was muss ich achten? Diese Verantwortung für mich selber, genau dies. Genau. Und je mehr ein Kind auch merkt, es wird einem zugetraut und es kann seine eigenen Erfahrungen machen und auch seine Schlüsse daraus ziehen und Konsequenzen daraus ziehen und darf diese Prozesse von Anfang an bis zum Ende selber durchmachen, Genau. natürlich in Beobachtung, natürlich in Begleitung, natürlich indem dein Erwachsener den Rahmen hält, aber Ja. selber das lernen dürfen von Anfang bis zum Ende, das ist dann fundiertes Lernen. Da integriert sich dann wirklich was, egal ob das jetzt Bewegungslernen ist oder ob das kognitives Lernen ist oder auch emotionales Lernen ist. Darum geht es. Und das ist ja eigentlich das, was ich so oft sehe, dass das so wenige Kinder dürfen. Da werden immer wieder diese Prozesse abgehakt, immer wieder irgendwas übernommen, irgendwas abgebrochen und so weiter. Oder verboten, weil zu gefährlich. Aber genau die Kinder, die das eben probieren dürfen, die wissen, was sie sich zutrauen können. Die wissen das tatsächlich, ja. Ich meine, unser Kleiner ist heute so eine Kletterwand wieder hochgeklettert, 3 Meter, bis ich mich umgedreht habe, war er schon oben, ja. Und mir denke ich manchmal ganz gut, dass ich gerade umgedreht war, weil da wird es wahrscheinlich, wenn der jetzt abrutscht. Er ist nicht abgerutscht, aber ich denke mir, Sie wissen, ich meine, er hat es geschafft, ja, der ist eine senkrechte Kletterwand mit 3 Jahren hochgeklettert, gut ist, ja. Also wo ich mir denke, Sie wissen es, glaube ich, tatsächlich, ja, und zum Beispiel aber reinspringen ins Wasser wie sein Bruder, traut er sich nicht. Gut, wird schon wissen, warum, macht er nicht, ne. Also ich denke mir, Sie entwickeln einfach auch ein Gespür für Ihre Grenzen, die man dann natürlich. Also in beiden, weil hier auch gerade die Frage kam von Genau, die ängstlichen wollte ich jetzt Kindern. auch Ja? ansprechen. Ich würde mein Kind nie überreden, irgendwas zu tun. Niemals. Man kann es bestärken oder man kann vielleicht gemeinsam, aber ich würde nie sagen, doch, mach, 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 weil also das hat dann wieder nichts. Es kommt von ihm aus. Er wird's. Lass es zuschauen, lass es machen. Manche stehen ewig und schauen zu und sind damit zufrieden. Macht ja nichts. Das ist dann oft dieser Ärger. Warum macht mein Kind es nicht, wenn es andere machen? Er macht was anders, sie macht was anders, Ja, egal. ja. Und das mit ängstlichen Kindern nochmal auch auf die Frage zurückkommen.
Kinder sind ja wie alle, also auch vielleicht mag das jetzt auch für manche ein bisschen von weit her klingen, aber ich nehme das jetzt auch mal so, wie du das so schön sagst. Ich finde es eine wunderbare Sache, einfach mal drüber nachzudenken. Ich für mich bin da einfach schon sehr weit in dieser Überzeugung angekommen, wir sind Frequenzwesen. Wir vibrieren. Wir vibrieren nicht nur im Körper, sondern auch außerhalb vom Körper. Und das ist es ja, was eigentlich in Verbindung geht, wenn wir in Beziehung gehen. Und Babys, Kinder, jeder Mensch in Wahrheit, aber je jünger, desto noch rezeptiver sind die dafür, desto leichter ist das noch aufnehmbar. Irgendwann im Leben, also im Aufwachsen, haben viele Menschen einfach gelernt, das abzusperren und dann nicht mehr so sensibel zu sein. Aber Kinder haben das sehr stark. Und wenn da jetzt ein Umfeld ist, wo jemand sehr ängstlich ist, dann schnappen Kinder das auf und nehmen ja die Person, die Angst hat, vielleicht eine erwachsene Person, die trauen ja dieser Person, die vertrauen dieser Person und übernehmen das und vertrauen so, wie die Person das ist. Und da würde ich jetzt mal hinschauen, bei dieser Frage, wie ist das bei ängstlichen Kindern? Und ich mag auch eine Geschichte erzählen, die so ähnlich ist, wie du da jetzt gerade erzählt hast, Tatjana, wo wie mein Sohn begonnen hat zu krabbeln und der ist zuerst mal überall auch in die Höhe hinaufgekrabbelt und die ganzen Bücherregale hinaufgekrabbelt und da war natürlich, wir haben natürlich alles fixiert und sicher, also da war jetzt, du konnte kein Bücherregal umfallen oder so, das ist natürlich, das ist dann die Aufgabe, die uns Erwachsenen zusteht, ne? Das ist dieses, den Raum zu halten, die Sicherheit zu garantieren. Und ich habe aber gemerkt, als junge Mama, und ich habe nur einen Sohn, ich hatte da auch noch keine Erfahrung, war irgendwie, der fängt da jetzt an, nach oben zu krabbeln. Und ich habe gemerkt, wie bei mir plötzlich so die Panik aufschießt. Und ich hab's ja gesehen, wie er da drauf reagiert. Und ich habe mir gedacht, ich muss mich da jetzt rausnehmen. Wenn ich da jetzt bei ihm bleibe mit dieser Panik, dann kriegt er Panik vor seinem eigenen Krabbeln und vor eigenem Klettern. Und dann habe ich gedacht, aber wie kann ich das Da machen? Ich fällt war ja mir auch auch was alleine. ein. Wie kann ich das jetzt machen? Ich habe da alle meine Matten, die ich hatte, unter dieses Bücherregal gelegt. Alles, wo man irgendwelche scharfen Kanten oder irgendwas Hartes war, weggeräumt. Und ich bin dann einfach aus dem Zimmer. Und dann habe ich gedacht, da sehe ich ihn nicht, da kann ich mich wieder beruhigen. Und er kann ganz in Ruhe für sich das jetzt erforschen. Und es hat super funktioniert. Also die Matten waren für mich notwendig und die waren natürlich als Sicherheitsnetz notwendig, aber er ist nie raufgefallen. Und da hat er halt natürlich Wahnsinn. gelernt, Ja. wie du sagst, seine Grenzen auszuloten, sich selber einschätzen zu lernen. Genau, also ich glaube, da haben wir jetzt diese Frage sehr gut beantwortet. Schreibt gern nochmal, wenn da noch was offen ist. Ja, okay, dann können Sie bewegen, dann haben Sie Ist sich in das ganz selber. vielen Bereichen so, also das habe ich jetzt auch erst wieder gehabt. Das ist eben auch bei Wespen, Bienen, Zecken, ja, also diese Fragen kommen bei mir 50, 100 Mal am Tag. Es ist tatsächlich da auch so, ja, wenn ich als Eltern, pass auf, pass auf, pass auf. Na, natürlich wird das Kind irgendwie, weil da ist ja eine Gefahr, die ich ihm vermittle, ja. Sicher kann so ein Tier stechen, aber es ist halt immer die Frage, inwieweit ist einfach die Selbstverständlichkeit auch von der Existenz anderer Wesen, ja. Also, ich ja nie, es gibt ja auch von Menschen, die eine Gefahr ausgehen, aber was. Es ist halt eine Gratwanderung, ja, für was sensibilisiere ich ein Kind und für was nicht. Und solange die Kinder so klein sind, dass ich sowieso immer dabei bin, glaube ich, kann ich da durchaus auch dann ein Stück weit die Verantwortung ich übernehmen und mein Kind einfach lassen und einfach schauen, da ist eine Wespe und nicht, pass auf, pass auf, pass auf, sondern wenn ich merke, die kommt zu nah, dann greife halt ich ein. Also ich glaube, dass man da sehr viel auch unbewusst dann einfach überträgt auf die Kinder, ne? Ich glaube, ich muss jetzt noch mal eine Anekdote einstreuen, nicht von meinem Sohn, sondern von meinem Neffen, weil das war so ein sagenhafter Moment. Das sind uns wirklich alle die Kinnladen runtergefallen. Mein Neffe ist von Anfang an war der ein sehr, sehr spezieller Charakter, ganz langsam, immer in voller Ruhe. Das hat natürlich auch viele immer ein bisschen zur Weißglut gebracht. Aber er hat sich dann nicht rausbringen lassen. Er war langsam, er war zentriert in seinem Langsamsein und er hat alles genossen und alles ganz genau beobachtet und hat da, also es gab, man hatte keine Chance, ihn da rauszureißen. Das hat er nie Cool. gemacht. Und da saß er eines Tages bei meinen Eltern am Küchentisch und eine Fliege kam
Und die war da irgendwie so, und wie es halt so üblich ist, ich glaube, mein Papa hat schon irgendwie die Fliegenklatsche irgendwie bereitgehalten. Und mein Neffe schaut ihr immer die ganze Zeit so zu und hat so richtig, also man hat, also im Nachhinein kann ich sagen, er ist so richtig in Verbindung mit dieser Fliege gegangen. So richtig. In Beziehung und in Verbindung. Und auf einmal fliegt die vorbei und er greift ganz langsam hin und hat die Fliege in der Hand. Wahnsinn. So cool. Ja. Ja, also das war wirklich ein Wahnsinn. phänomenal. Und das sind die Dinge, Ja. die wir eigentlich alle könnten, wenn wir uns darauf einlassen würden. Ja. Das glaube ich Und wo jedenfalls. Kinder eigentlich so viele Fähigkeiten haben, die irgendwie aber verschüttet werden. Ich will nicht sagen weg, sondern verschüttet werden durch irgendwelche Forderungen, die man an sie stellt und durch irgendwelche auch gut gemeinten Förderungen. Ja, ich meine, dieses Kinder fördern, da machen sie Förderprogramme im Kindergarten und so weiter. Was liegt dem zugrunde? Da liegt doch irgendwie nur eine Angst zugrunde, mein Kind ist nicht gut genug, weil warum müsste ich sonst jemanden fördern? Oder mein Kind ist zu gut, dann muss ich es besonders fördern, aber das ist doch irgendwie auch Quatsch, ja, weil ich glaube, das Leben stellt genug Anforderungen an jeden von uns und an die Kinder sowieso, aber man muss ihnen eben auch die Zeit geben, die zu leben, ne? Ja, und eigentlich ist es ja schon die Kehrseite der Medaille von dem, was ja sonst absolut Mainstream ist. Also unser Schulsystem ja macht, ist ja ständig die Fehler ausmerzen, immer ständig die Schwächen ausbessern. Das ist ja Genau. mal das ist ja das Fundament. Und dann, so erlebe ich, also so schätze ich das war, hat man gemerkt, das kann irgendwie, das ist nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Und dann ist man in das Gegenteil ausgewandert und dann stärkt man die Stärken. Aber ich finde, das ist immer noch dieselbe Medaille, der eine Pol und der andere Pol. Und wir sind immer noch genauso, wie du sagst, in dem, dass eigentlich irgendwas nicht gut genug ist. Und waren da mal halt am positiven Pol und einmal am negativen Pol. Das ist genauso wie mit Lob und Tadel, ne? Ja. Es ist auch das sind die zwei Seiten von der gleichen Gleiche System, Medaille, ja. wo es immer darum geht, dass der gelobt wird oder getadelt wird, es selber nicht weiß. Ich muss es ihm sagen, ich muss mich darüber stülpen, ich muss den anderen irgendwie als Objekt behandeln und kann das nicht ihm selber zutrauen, dass er das spürt. Und Ja. ich kann ja Und anerkennend weißt du was? denken. Genau. Und ganz kurz diesen Gedanken mag ich noch fertig führen. Also wenn wir dann jetzt bei diesen Schwächen ausmerzen und Stärken fördern und so weiter sind, das ist immer noch diese Polarität. Und das Freilernen sehe ich tatsächlich als eine Möglichkeit, darüber hinauszugehen und zu sagen, okay, es ist alles da. Das Kind ist von Anfang an mit allem ausgestattet, was es braucht. Das ganze Potenzial ist schon da, natürlich als Same, als kleines Pflänzchen. Natürlich haben wir, die schon länger auf diesem Planeten sind, viel mehr Erfahrung auf diesem Planeten, aber besser wissen wir es nicht. Entschuldigung, Nicht. dass ich gerade gelacht habe, aber ich habe gerade hier eine Frage gelesen. Muss man ab einem gewissen Alter erwachsen sein? Und da ist mir jetzt eine Geschichte eingefallen. Mein Mann hat mit den Kindern ein Bobbycar-Rennen gemacht und hat sich beim Bremsen das Knie ausgedreht und musste in die Unfallambulanz. Und Oh. hat dann im Auto gesagt: Was soll ich denn erzählen? Was soll ich denn erzählen? Also so viel zum Thema, muss man ab einem bestimmten Alter erwachsen sein. Nein, also da ist halt die Frage, was definiert man als erwachsen sein, ja? Also ich Ja. denke, das ist einfach eine Frage der Definition. Was ist für dich erwachsen sein? Für mich, wenn du mich fragst, für mich bedeutet Erwachsensein emotionale Reife. Und das ist ja das, was in unserem Bildungssystem und im normalen Erziehen völlig hinten ansteht. Das ist ja, das kriegt ja keinen Stellenwert in diesen Themen, also im normalen System. Aber wenn ich einfach weiß, dass ich immer für meine Gefühle selbst verantwortlich bin, dass es niemanden gibt, der Schuld hat an meinen Gefühlen und dass es an mir liegt, zu lernen, damit umzugehen, dass es an mir liegt, zu lernen, wie ich mich auch in gewissen Situationen regulieren kann, dass es an mir liegt zu wissen, dass diese Emotionen entweder Ausdruck brauchen oder mir einfach zum Beispiel wirklich auch Kraft geben für etwas, was ich gerade umsetzen möchte. Das ist Dass ja alles einfach in die diesem. auch mal erlaubt sind, ja, Ja. weil da fängt es ja schon an.
Und es wenn gibt wir... keine guten und schlechten Emotionen. Genau. Und wenn ich meine, ich sage es dir ganz ehrlich, ja, also das ist dieses Thema, ich meine, alle sind wir nur Menschen und keine Frage, ja, du, weiß ich nicht, hast schlecht geschlafen, hast Migräne, hast sonst noch irgendwas, dann nervt dich irgendwas von einem Kind. Ich sage dann immer, es nervt mich dann nicht mein Kind, sondern es nervt mich im Moment die Situation. Ja, also das alleine schon mal zu unterscheiden, hilft mir ein Stück weit dann auch da runterzukommen. Und dann eben, und das ist es Erwachsene, ja, also auch das hatte ich schon öfters thematisiert, ja, meine Bedürfnisse wahrnehmen. Aber sind wir doch mal ehrlich, Irene, wir sind alle Eltern, wir sind alle irgendwann damit konfrontiert, dass meine Bedürfnisse mit meiner Verantwortung kollidieren. Und genau dann bin ich der Erwachsene. Und dann ist die Verantwortung höher wie meine Bedürfnisse. Ich habe das ganz profan mal gehabt bei einer Fragerunde. Hat jemand gesagt, ja, was machst du so selbstbestimmtes Schlafen? Ne? Wenn du müde bist und dein Kind will nicht schlafen. Und meine Antwort war, dann habe ich Pech. Weil ich kann mein Kind nicht zum Schlafen zwingen, wenn es nicht müde ist. Und dann bin ich der Erwachsene, der halt leider noch eine Stunde seine Bedürfnisse aufschieben muss. Ja, also das ist für mich so dieses Thema. Das heißt nicht, dass ich immer und jedem nachtun muss, aber wenn die beiden Bedürfnis und Verantwortung kollidieren, dann bin ich der Erwachsene und muss meine Bedürfnisse zugunsten der Verantwortung meiner Kinder gegenüber einfach zurückstecken, ist meine Meinung. Und auch immer wieder alles situationbezogen, ne? Also das sehe ich immer. Ja, also ich glaube einfach, dass also ja, also was wir da besprechen können, sind ja grundsätzliche Richtlinien, damit wir Einblick geben, wie unsere Haltung ist, worum es da überhaupt geht, wenn wir von Freilernen sprechen. Und trotzdem gibt es ja nie diese eine Lösung, die für alle immer passt oder für jede Situation immer passt oder ja. Aber ja, also und es geht ja. Und es gibt ja auch immer so dieses Jahr auch was das Lernen anbelangt. Ja, ich meine ich bin der Erwachsene. Ich habe ja schon mehr Rundumblick wie jetzt die Kinder irgendwo, ja. Die Frage ist aber, was hat es mit der Situation zu tun? Ist für mich dann immer die Frage, ja, weil ich meine, ich kann leider sagen, ja, aber das brauchst du mal hin und her. Also meine Kinder waren ja da zeitweise schon ziemlich, die haben gesagt, woher willst du wissen, was für mich gut ist? Das kann nur ich selber wissen. Haben sie einfach recht, ja. Ich meine, in Wirklichkeit ist es so, ja, wir als Eltern haben halt gewisse, wie soll ich sagen, Vorstellungen, ja, natürlich, weil man will auch wieder nur sein Bestes und so weiter, aber können wir es wirklich wissen? Wir können es auch nicht wissen, ja, und ich denke mir, wenn jetzt mein Kind, weiß nicht, da haben wir da letzt drüber geredet, ja, das ist dann immer so die Frage, ja, aber wenn sie frei entscheiden würden, mein Kind würde da nie, weiß ich nicht, Wurzelrechnung lernen, weil sie es nicht interessiert. Wie machst du das dann? Und ich habe Beinhard gesagt, dann lass ich's. Und dann hat sie, ja, aber das geht ja nicht, weil im Schulbuch ist das Thema und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, im Schulbuch, aber das ist ja nicht mein Thema, das steht im Schulbuch, das kann mir ja wurscht sein. Und der Hintergedanke von dieser Haltung ist einfach, würde mein Kind irgendwas in sich drin haben, was ihn, wofür er jetzt die Wurzelrechnung brauchen würde, dann würde ihn das interessieren. Ja, also weil wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich einen Drang habe zu zeichnen, dann interessiere ich mich für Farben. Das eine lässt sich vom anderen nicht abspalten. Ja. Kannst du händisch jetzt sofort Wurzel ziehen? Nee, glaube ich nicht. Ich auch nicht. Also mit Überlegen auch, aber glaube ich nicht. Nee. Aber würdest du dir zutrauen, wenn du es jetzt brauchst, dass du es rausfinden kannst und das machen könntest? Natürlich. Und warum trauen wir das unseren Kindern nicht zu, in jedem Alter, immer? Ja, das ist ja das Lernen hört ja nicht mit der 9. oder 10. oder 11. Schulstufe auf, ja. Also ich meine, weiß ich nicht, das ist vielleicht ein geniales Beispiel, ja. Unser jetzt 17-Jähriger hat als er noch in die Schule gegangen ist, unglaubliche Rechtschreibprobleme gehabt. Also das war wirklich, wirklich massiv. Sogar beim Abschreiben aus dem Buch waren da aber nicht nur 3 Fehler, sondern 30 Fehler drin, ja. Und es war ihm ein Horror und ein Graus. Wie hat die Schule reagiert? Ja, alles ausbessern und nochmal und bla bla bla, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, und dahin fahren zum Rechtschreibtraining und das und das. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, also weil die Schule dann gesagt, sie können das nicht leisten. Und das waren dann eben auch so die Punkte, wo ich mir gedacht habe, okay, dann können wir es gleich selber machen. Was ich damit sagen will, ist, das war dann natürlich, als wir angefangen haben mit häuslichem Unterricht, erstmal
Ich schreibe nicht. Ich muss nicht mehr schreiben, es kann mich keiner zwingen. Hat dann alles Mögliche andere gemacht und hat dann angefangen, sich ziemlich auch was Programmieren und so anbelangt zu interessieren und hat sich dort Online-Kurse belegt und so weiter. Und hat innerhalb von einem halben Jahr nicht nur seine Rechtschreibung, sondern die deutsche Grammatik mit einer, weiß ich nicht, doppelten Passiv, weiß ich nicht, Verneinung, habe ich meinen Lebtag nicht gehört, ja, angeeignet, einfach weil es ihn auf einmal interessiert hat und weil er gesagt hat, ich mail jetzt da mit Fremden und das ist ja peinlich, wenn ich da Rechtschreibfehler reinmache, jetzt will ich das können. Und binnen Ja. kürzester Zeit hat er sich das alleine erarbeitet, anhand von, also es ist nichts verloren. Und stellen wir uns jetzt mal vor, ich mag irgendwas nicht. Stellen wir, keine Ahnung, ich nehme mal, was kann man für ein profanes, ich mag zum Beispiel Kochen nicht. Als Erwachsener. Und irgendwer nervt mich den ganzen Tag damit, mir Kochen beizubringen. Und ich mag aber nicht kochen. Na, was passiert denn dann, dass ich endlich meine Leidenschaft fürs Kochen finde? Na, ich werde es noch mehr Eher nicht, hassen. ne? Ich werde es noch mehr hassen. Ja. Außer man hat diese, was jetzt natürlich schon passieren kann, man hat vielleicht diesen ganz seltenen, kommt das vor, dass dann jemand dieses Kochen beibringen will, der selber so begeistert ist und auch noch weiß, mit allen Tricks diese Begeisterung zu verbreiten und mich damit vielleicht lockt. Und Aber auch da ist es da. vielleicht auch manchmal so, dass es dann eher die Person ist, als die, als diese, weißt du? Ja, da Also ich geht es habe um die Mathe-Matura Beziehung. gemacht, weil ich meinen Mathe-Lehrer gemocht habe, nicht weil ich Mathe gemocht habe. Ja. Absolut. Da Also. spielt dann die Beziehung eine Rolle, da spielt die Verbindung eine Rolle und nicht mehr die Sache. Aber was im Normalfall passiert, diese Beziehung und Verbindung ist ja nicht, also man kann ja nicht davon ausgehen, dass in Schulen bei jedem Fach das so gut läuft. Das wissen wir ja aus unserer eigenen Erfahrung, das wissen wir so, brauchen wir nur zuschauen. Und wenn dann jetzt eh schon irgendwie da ein Widerwillen da ist und dann kommt vielleicht auch noch so ein Druck dazu und ich muss das jetzt, na was bewirkt, stellen wir uns das jetzt einfach mal nur als Erwachsener vor, was bewirkt denn das? Na, wo soll denn das hinführen? Außer, dass ich mir die ganze Zeit von außen und selber dann vielleicht auch noch irgendwie reinhole ins System, dass ich nicht gut genug bin, dass ich schlecht bin, dass ich es nicht kann, dass ich es nicht, was weiß ich, keine Ahnung, was da alles hineinschwirrt. Und mit dem Müll muss ich dann in mir leben. Das reproduziert sich ja, wenn es mal in mir drinnen ist. Ja. Und es ist halt, also ich meine, bei solchen Sachen wie Rechtschreibung hat es nochmal einen anderen, aber bei allen anderen Dingen, ja, das ist wurscht, ob ich in Geschichte, Physik, Chemie, Erdkunde, das brauche ich kein Buch zu. Da brauche ich Wir kein Buch zu, ja. und wir dürfen uns Erwachsenen, wir Erwachsenenwelt, in den Zeiten wie diesen, in einem Jahr 2022, und ich habe das eigentlich auch schon vor 6 Jahren gesagt, obwohl das da überhaupt noch nicht so offensichtlich war, wir dürfen uns echt eingestehen, dass wir alle null Plan haben, was in 5 Jahren ist. Schon gar nicht, was in 10 Jahren ist oder 15 oder 20 und was unsere Kinder an kognitivem Wissen jetzt rein, nur wenn wir es vom alten Blick hernehmen, was die Wirtschaft braucht. Ja, was braucht die Wirtschaft? Warum? Und deshalb lerne ich Fähigkeiten. Wir können diese Schlussfolgerung nicht mehr ziehen, weil wir es absolut nicht wissen. Wir gehen da in eine Zukunft, die wir uns alle gerade überhaupt nicht vorstellen können. Es wird sich so schnell alles verändern, wo wir keinen Plan dafür haben. Und insofern dieser Ansatz, ich brauche jetzt irgendwie das Wissen von den Seen in Kärnten, wozu? Wenn es mich interessiert, lerne ich es. Wenn ich hinfahre, werde ich es mir vielleicht sogar merken. Das Aber ist es. es auswendig zu lernen in Zeiten, wo alle Informationen auf Knopfdruck verfügbar ist, also auch von dem, was Schule irgendwie immer noch repräsentiert, ist es ja völlig absurd. Nicht nur, wie sie es machen, sondern auch was. Weißt du, wir waren im Februar in Tirol, in Galtür, im Urlaub und da ist neben dem Hotel das Alpinarium, wo eben, also zum einen dieses Lawinenunglück, das war und zu Ja. anderen eben diese Schwabenkindergeschichte, ja, da auch, ich meine, zufällig hat man das Buch vorher mit dem Sie das auch gelesen, aber das vergisst er nicht mehr, ja, weil da hast du das gesehen, da hast du das erlebt und da haben die eben von dem Alpinarium sich noch mit ihm unterhalten und da haben es die solche Karten, weißt, Karteikarten mit den Namen der Kinder, die damals eben diese Wanderung gemacht haben und so weiter, ja. Also das bleibt drin, nicht,
wenn ich in einem Buch irgendwie zwei Seiten lese und dann muss ich noch Hausaufgaben davon machen, die mir jetzt wieder sind und dann ist vorbei, ne? Also das ist halt, also dieses wirklich Erleben oder das ist halt wirklich, hat einen ganz anderen Wert nochmal, ne? Voll, voll. Und ich lese da gerade einen Kommentar und bin sehr, also danke für diesen Kommentar, da steht alles nach, total nachvollziehbar und total plausibel. Für mich ist der normal, jetzt ist es weggeklickt. Leider so, ich muss auch arbeiten gehen, um uns als Familie zu halten, also muss das Kind in die Schule. Und das ist es ja, warum das System sich aufrechterhält. Weil in Wahrheit, und seien wir uns auch da ehrlich, in Wahrheit ist Schule ein Aufbewahrungsort für unsere Kinder, nicht ein Lernort. Und ein Bildungsort schon gar nicht. Und da ist halt dann die Frage, wie kommen wir da raus? Wie kommen wir da raus? Und ich kann einfach immer wieder nur sagen, der erste Schritt ist eine klare Entscheidung. Wir wissen nicht, wie der Weg geht, aber ich kann mich dafür entscheiden, es anders machen zu wollen. Und ich sage nicht, dass das der Weg für jeden ist, aber wenn ich das spüre, und ich lese aus diesem Kommentar ja das raus, wenn du es da spürst, einen Wunsch nach was anderem, dann erlaub dir das. Erlaub dir mal Möglichkeiten zu sehen. Einfach nur mal Möglichkeiten zu sehen, wie es anders gehen könnte. Vielleicht musst du auch gar nicht so arbeiten, wie du es gerade kennst. Auch da gibt es einen Tellerrand, über den man weit hinausgehen kann. Also nur so als kleine Anregung, weil ich einfach, mir ist das so wichtig, dass wirklich Menschen erkennen, dass in jedem das Potenzial steckt. Niemand muss Tretmühlen treten, niemand muss das tun. Wenn wir das tun, dann machen wir es nur, weil wir selber dran glauben. Aber wir können unseren Glauben verändern. Und Glaube versetzt Berge, das wissen wir auch schon. Finde ich ganz wichtig, ja, weil ja, ihr habt es ja leicht, ihr könnt es ja, nein, keiner weiß, wie unser Weg bis zu dem Punkt war, ja. Ich meine, wer hat es schon leicht? Das ist einfach, ich denke mir, wie du sagst, ja, ich habe das Recht, ja, wir haben alle die Wahl. Ob ich es wahrhaben will oder nicht, ich habe die Wahl. Und dann kommt, ja, nee, das stimmt nicht, weil ich muss, du hast die Wahl. Es ist wirklich so, ja. Ich meine, es sagt keiner, dass das immer leicht ist und dass das alles sich von alleine ergibt. Es kann ein Kampf sein, es kann ein Fehler passieren, wir können scheitern, wir können auch mal umdrehen müssen. Aber letztendlich hat ein jeder von uns das Recht, sich das so zu gestalten, wie er es gern haben möchte, ne? Und also ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, aber bei mir kam immer und immer wieder die Frage, ja, und wenn einer von den Kindern in die Schule gehen will, und dann habe ich immer gesagt, was macht ihr dann? Genau. Und dann habe ich immer gesagt, ja, dann fahren wir hin und melden ihn an. Und dann waren es immer, du nimmst uns gar nicht ernst. Du machst das was. Nein, dazu mag ich auch, da habe ich eine Anekdote, Tatjana. Lass mich das kurz einschieben. Mein Sohn hat tatsächlich in der dritten Klasse Volksschule irgendwann da, genau, sein Neffe war dann auch in der Schule, mein Neffe, sein Cousin war dann auch in der Schule, die waren eine Zeit lang beide zu Hause. Und irgendwie hat er dann doch Lust bekommen und hat sich gedacht, ach, ich will das irgendwie doch. Und das ist ja das, was ganz viele Kinder noch vor der ersten Klasse Volksschule ja erleben. Ne? Die wollen ja irgendwie dazugehören und groß sein und alle reden irgendwie so und alle, und die glauben sie ja, dass das dann so cool ist. Und nach den ersten 3 Wochen in der ersten Volksschule ist ja dann meistens das große Erwachen, die Desillusionierung. Und mein Sohn wollte dann irgendwann, und natürlich in seiner Welt mit 7 Jahren, ganz klar, er will jetzt in die Schule gehen. Und ich habe natürlich gewusst, wenn er mal die Erfahrung macht, weiß ich, also nehme ich an, ist das wieder eine andere Entscheidung. Aber, und ich habe gesagt, wenn du jetzt, ich habe das auch mit ihm besprochen, in diesem Alter 8 war er oder so, wenn wir uns jetzt ein halbes Jahr in die Schule anmelden, dann kannst du jetzt ein halbes Jahr nicht raus. Also so ist halt die rechtliche Lage in Österreich. Und das hat er sich natürlich alles nicht so wirklich vorstellen können. Aber ich habe schon gespürt, dass das zwar, er will es erkennen, er will es erfahren, aber ich glaube nicht, dass er sich, wenn er es erfahren hat, dann weiterhin so entscheiden würde. Was habe ich gemacht? Ich habe in unserer Sprengelschule angerufen und gefragt, ob er mal einen Tag schnuppern kommen darf. Und die haben ihm das erlaubt. Und dann war er einen ganzen Freitag mal in der Schule. Und dann ist er wieder nach Hause gekommen, hat nie wieder das Thema angesprochen. Und die Sache war erledigt. Geheilt. Nein, aber bei uns ist es ja tatsächlich so, dass bis auf einer, die alle mal in der Schule waren, ja, und auch der eine ja auch Schule kennt, ja, eben durch die Geschwister und so, ja, also das ist ja nichts, was ihnen fremd ist oder so. Also unsere Kinder kennen es und die wissen das dann sehr wohl, ne?
Ich lese jetzt gerade einen Kommentar, deswegen sind wir jetzt beide still. Wir lesen beide gerade, gell? Ja, aber ich sehe immer nur ganz kurz, irgendwann da ein langer Kommentar mit irgendwie bla bla blim blim. Kannst du Ein den langer lesen? Kommentar, den habe ich übersehen, glaube ich. Ah, da war's. Das wird nur. Nein, das habe ich auch nicht. Wir können nicht das Leben leben, wie wir es jetzt haben, ohne großes Klimbim, einmal im Jahr im Urlaub, bla bla bla. Also nichts Tolles. Ja. Okay. 5 Minuten Das haben wir noch. aussagt. Ja, das ist, glaube ich, ein Mitteilen. Das auch, darf ja auch voll. Es ist voll okay. Fünf Was Minuten. ich vielleicht noch ganz spannend finde, oder hast du noch was? Nein, bitte, ich wollte dich Also, gerade was ich noch fragen. ganz spannend finde, ja, ist so dieses, was bei uns immer wieder Thema wird: Haben die Kinder nachher keine Probleme, wenn sie nicht in die Schule gegangen sind? Also, ich sage jetzt mal ganz plakativ, die haben genau die gleichen Probleme wie jedes Kind, das in die Schule gegangen ist, ja, weil ich meine, eine Arbeit zu finden macht, also das hat nichts jetzt damit zu tun, ob das Kind in die Schule gegangen ist, sondern vielleicht eher mit dem Gegenüber, ja. Also du kannst einen, wo du, wenn du jetzt eine Lehre machen willst, gehst du dahin, ja, und du kannst dann Glück haben und der kann das mega finden, ja, weil es gibt ja durchaus Vorteile, egal ob das jetzt von der Selbstständigkeit und so weiter herkennt. Und der kann sagen, das ist mein Mann, oder der kann sagen, um Gottes Willen, der kann sich ja überhaupt nicht anpassen, den nehme ich. Also natürlich dieses Risiko, aber hat es ein Kind, was in die Schule geht, nicht? Also das ist doch irgendwie, also gewisse Dinge, gewisse Probleme oder ich sage jetzt mal, eine Garantie haben wir natürlich, also natürlich nicht, ja. Die Garantie hat aber doch niemand im Leben. Also die Garantie habe ich nicht, deren Kinder jetzt nicht in die Schule gehen. Und die Garantie hat keiner, dessen Kinder in die Schule gehen. Also da vertrauen wir halt irgendwie auch, ich sage jetzt mal, darauf, dass unsere Kinder sich auch das suchen, was für sie passt. Dann passt es irgendwie auch. Also bei uns hat es bis jetzt schon dreimal funktioniert. Ja, da mag ich auch noch was sagen. In Deutschland haben wir leider die Schulpflicht. Wie gesagt, ich erwähne es jetzt nochmal. Schau dir gerne meine anderen Freilerner-Live-Talks an. Ich habe auch schon mit Eltern aus Deutschland gesprochen. Es gibt Wege, wie man auch das dort machen kann. Da darf man kreativ sein und da gibt es jetzt nicht diesen einen Weg und vielleicht muss man auch nicht unbedingt in Deutschland bleiben. Also da schau mal. Ohne dass du jetzt gleich bewertest, ob du diese Möglichkeit für dich in Frage kommt oder nicht, sondern schreib einfach mal nur Möglichkeiten auf. Und ohne das beurteilen oder bemerken, einfach mal nur den Raum auspflastern mit Möglichkeiten, wie könnte es anders sein und wie könnte sich das anfühlen. Und noch gar nicht dahin gehen, wie das dann geht. Das ist dann erst, das kommt erst viel später, sondern einfach mal nur mit den Möglichkeiten spielen. Das ist, würde ich da jetzt einfach als da dazu sagen. Und zu deinem Thema noch. Es ist sehr offensichtlich, das sieht man immer wieder, sehr erfolgreiche Unternehmer sind meistens Schulabbrecher, die nämlich nicht mit klargekommen sind mit diesen vielen Regeln. Die müssen sich ihre Regeln selber machen und die können das auch. Und die machen dann auch in ihrem Unternehmen die Regeln selber und können das auch leiten. Also das ist eine Tendenz, die ist ganz offensichtlich. Es ist auch so, dass gerade in den letzten Jahren, das sehe ich auch sehr stark, gerade wenn es um Lehrberufe geht, Lehrherren ganz schwer Schulabgänger finden, mit denen sie arbeiten wollen und die dann oft sehr, sehr glücklich sind mit selbstverantwortlichen Jugendlichen, die gelernt haben, einfach mit, also anders an die Sachen heranzugehen. Und was es auch immer mehr gibt, nämlich tatsächlich ich weiß von irgendeine Elite-Uni, ob es jetzt Stanford war oder Oxford, weiß ich jetzt nicht, oder auch von großen Konzernen, die eigene Programme rausgeben, eigene Stipendien rausgeben für Schulabgänger ohne Zeugnisse. Weil da die sehr wohl erkennen, dass in diesen Menschen ein hohes Potenzial steckt. Nicht in, also immer wieder natürlich, immer wieder natürlich. Ja. Und solche Dinge tun sich mehr und mehr und mehr und mehr. Und je mehr natürlich aber auch vom, sagen wir jetzt mal, von unten, von den Familien da aufgebrochen wird, desto mehr sind die auch
im Zugzwang, sich da auch etwas anderes auszudenken. Ja, weil, das muss ich jetzt vielleicht noch ganz kurz sagen, man muss halt auch mal unterscheiden, was wird so in den Medien propagiert, ja, weil in den Medien wird vor allem jetzt ja ganz gerne so darauf hingewiesen, das sind die Leugner, die gegen alles sind und die einfach nur dagegen sind, ja, das ist halt das, was die Medien da propagieren, aber das ist definitiv nicht das. Also ich meine, du, wir Hunderte machen das schon seit Jahren. Da war noch gar kein Thema von irgendwelchen Corona oder sonstigen Sachen, ja, sondern das hat einfach was mit einer inneren Haltung zu tun. Und da muss man, glaube ich, schon unterscheiden, als was würde man die gerne darstellen und was sind sie wirklich. Ja, also gerade heute auch wieder, glaube ich, war ja heute im Standard auch ein Artikel. Ich lese eigentlich keine Zeitung, aber in gewissen Foren wird man dann damit zugespielt. Und ich kann nur sagen, seitdem ich die Medienwelt selbst, und das tut mir so leid jedes Mal wieder, wenn ich sage, aber ich muss es auch sagen, selbst Ö1, ein von mir schon eigentlich sehr hochgeschätzter Sender, in den letzten 6 Jahren, wo ich bewusst hinschaue in der Medienlandschaft mit diesem Thema des freien Lernens, es gibt keine positiven Mainstream-Berichte darüber. Es wird immer, wir sind immer ganz schnell mit Sekten assoziiert oder mit Rechts sowieso, mit Antisemitismus, mit was weiß ich, was alles. Also jedenfalls hat es nichts mit dem zu tun, so wie ich, wo ich ja ganz viele Menschen kenne, die diesen Weg leben. Also das hat damit alles gar nichts zu tun. Weißt du, wenn ich sowas höre, dann denke ich immer, über was reden. Ich fühle mich da immer gar nicht angesprochen. Und dann kommt mir immer so, da bin ich eigentlich auch gemeint. Weißt du, aber das ist mir so fern. Aber ja, das ist halt dieses Schubladending. Ja? Yeah. Also man kann damit wenigstens. Deshalb glaube ich, sind genau solche Lives wirklich ganz, also dieses Beleuchten, nicht ihr müsst, sondern warum tun es und wie kann es ablaufen, finde ich deshalb einfach total wichtig und einfach auch gut, ja, weil das hat nichts, ich habe da auch mal wieder einen Post geschrieben, es hat nichts, was ist keine Entscheidung gegen irgendwas, sondern eine Entscheidung für unsere Kinder. Ja. Danke dir, das war ein wunderschönes, bereicherndes Gespräch. Ich glaube, dass es unseren Zuschauern auch wirklich gefallen hat. Die Herzen sind jedenfalls hochgeflogen, immer wieder. Und ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine für dein Vorleben, für dein Urvertrauen, weil Emotionen und Schwingungen und Frequenzen sind immer ansteckend. Die leiten sich immer aus. Das heißt, je mehr Menschen wirklich trainieren, ins Urvertrauen zu kommen, desto mehr wird sich auch für andere ausbreiten. Also danke, dass du das machst. Ich weiß, dass du das machst, dass du da ganz viel bewirkst, auch wenn das vielleicht für dich oder für andere gar nicht so scheinen mag. Ich weiß das. Also danke dafür und danke fürs Zuschauen und nächste Woche gibt es wieder einen Talk. Einfach dranbleiben, einfach nachschauen. Alles Liebe. Ich danke dir. Schönen Abend. Ciao, Irene. Wir sehen uns. Ciao, ciao.